Xenon. Künstliche Wimpern, Nylonstrumpfhosen, viel Make-up und knalliger Lippenstift. Im Verwandlungsparadies Theater im Keller werden aus Männern richtig freche Diven und Grazien. Aber nicht nur die Berliner Travestie-Show ist besonders en vogue, sondern auch die männlichen Kiez-Girls. Ein bisschen nackte Haut, imposante Kostüme und ein Kleiderschrank, den sich jede Frau wünscht. BHs und High Heels in allen Größen, pompöse Perücken in allen Farben und Längen. Aber die sechs Akteure haben nicht nur eine Vorliebe für verschiedene Schminkpaletten und Mascara. Das Schauspiel und der Gesang ist eine Leidenschaft, die alle miteinander teilen. Ich machte bereits meine Schauspielausbildung und habe nebenbei gesucht, was ich schon machen könnte und wollte das mal machen. Und das wussten auch ein paar Freunde von mir und dann sind zwei Freunde unabhängig voneinander, haben mir gesagt, dass dieses Theater Darsteller sucht. Und so bin ich dann hierher gekommen. Seit 27 Jahren nimmt Inhaber Michael Brentke seine Weibsmänner unter die Fittiche. Aber wie sie sich auf ihre Charaktere vorbereiten sollen, das überlässt er jedem selbst. Naja, wir sind ja nun keine statischen Charakter auf der Bühne. Wir machen halt verschiedene Lieder in der Show. Und dann passt man sich dem Lied an. Also man singt ja das Lied, man interpretiert das Lied und dann verändert sich ja auch der Charakter. Wenn ich eine Ballade mache, dann bin ich natürlich, stelle ich mich darauf ein. Und wenn was schrill ist, dann halt darauf. 1 bis 2 Stunden brauchen die Künstler für ihre Wandlung vom Mann zur Frau. Vom Wimpern aufkleben bis hin zum Lidstrich. Jeder achtet auf kleine Details. Ein Handwerk, das sich die Männer selber beigebracht haben. Man muss an kleineren Theatern muss man sich selber schminken. Und dann hat man da schon so ein Händchen für. Und dann kommt es mit der Zeit, dass man dann irgendwann sieht, okay, wie mag ich das? Was betone ich? Und ja, das bringt man sich so selber bei. Der Geschlechterrollentausch ist für alle eine schauspielerische Herausforderung. Aber hat nicht immer etwas mit der sexuellen Neigung zu tun. Also ich bin schwul und stehe auch dazu. Aber es bedeutet nicht gleichzeitig, dass hier nur, also das Travestie nur homosexuelle Männer machen. Im Inneren sind sie richtige Burschen, auch wenn sie optisch in die Rollen von Ladies oder mal von Hexen schlüpfen. Ich sah ekelhaft und hässlich aus und dachte plötzlich auch an den Menschen, deren Tod ich schon geträumt hab. Was geschieht, wenn ich von mir jetzt träume? Ich krieg deinen Schlag, wo ich doch in meinem Leben so viel versäumt hab. Sei mir doch mal ehrlich, alles andere ist in Berlin. Ich sag dir, dieser Mann braucht nen Diamant. Auf der Bühne fühlen sich die Schauspieler wohl. Aber jedem Profi kann mal ein Fehler unterlaufen. Und das muss man dann mit Humor nehmen. Also blöd ist es halt, wenn man ein Live-Lied singt und dann Text den Text vergisst. Ja. Also das ist mir schon öfter passiert. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste. Aber das ist auch lustig für das Publikum. Man merkt oder die merken eben halt, es ist live. Ja. Es ist toll, das zu machen, was man vorgenommen hat auf der Bühne. Und wenn man das geschafft hat, das Publikum in den Bann reinzunehmen, dass die halt, wenn man diese Gesichter und Augen sieht und wenn das Publikum noch sogar mitmacht, dann hat man diese Erfüllung dieses Gefühls, dass man das geschafft hat und dass es toll ist. Von der kulturellen Einöde in Neukölln hat es das Theater im Keller zur angesehenen und bunten Szene-Location geschafft. Herrinnen-Damenfummel sind inzwischen ein Wochenend-Highlight. Und nach der Show werden aus Miss Günstig und Co. wieder Christian und seine Jungs.
Multitude, zu Deutsch eine Menge, eine Vielfalt von etwas. Die Initiative Multitude e.V. aus Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, Asylbewerber und Migranten besser in die Gesellschaft zu integrieren. Ich bin Kai, ich bin 27, ich studiere hier in Berlin Lehramt für Geschichte und Spanisch und bei Multitude bin ich seit etwas über anderthalb Jahren. Multitude ist hervorgegangen aus einer studentischen Initiative vor ungefähr 10 Jahren schon. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen so ein Zeichen, dass einem die Leute nicht egal sind. Und konkret, der Sprachunterricht ist, glaube ich, wichtig, weil es so ein Teil oder der erste Schritt zur Teilhabe ist. Also es läuft hier nun mal das meiste auf Deutsch und je mehr man davon kann, desto besser. Bad, das ist die Wache. Was war? Genau, das Schwimmbad. Das Wort ist eigentlich Bad. Das ist so wie ein Bad, wie Toilette. Der Raum im Haus, Badezimmer, das Bad. Ja. Und das Schwimmbad ist der Ort, wo man schwimmen kann. Das 2M, ja. Der Verein lebt von ehrenamtlichen Personen, die sich wie Kai engagieren. Inzwischen organisiert Multitude mehrmals die Woche Deutschunterricht in verschiedenen Flüchtlingslagern in Berlin. Das Erstaufnahmelager Spandau ist die erste Anlaufstelle für Flüchtlinge und Migranten aus Syrien, dem Iran, Irak, Afghanistan und anderen Ländern, wo sie zunächst für 3 Monate untergebracht werden. Also es wird halt inzwischen viel über Geflüchtete diskutiert. Die meisten Leute kennen keinen. Und wenn vielleicht Leute, die schon ganz lange hier sind und die, bei denen es vielleicht nicht mehr so akut ist. Aber dadurch, also je mehr Leute sowas machen, wie Multitude macht, desto mehr Leute kennen auch wirklich Geflüchtete. Und das kann nur von Vorteil sein, gerade für so eine Multitude halt, für das Ziel einer durchmischten Gesellschaft. Multitude setzt sich mit seinem Deutschkursprojekt dafür ein, dass Deutsche und Migranten nicht nur nebeneinander herleben. Ziel ist die Gleichberechtigung und Kooperation zwischen ihnen. Was ich wichtig finde an diesem Deutschkursprojekt, ist, dass halt erstmal irgendwie so ein bisschen ein Zeichen ist, so ein ganz kleines bisschen Willkommenskultur, was halt von staatlicher Seite und von vielen Teilen der Gesellschaft fehlt. Aber meistens sind das Leute, die wirklich möglichst schnell die deutsche Sprache lernen wollen, um besser anzukommen. Und der Vater? Was bekommst du? Dann okay. Möchtest du den ersten Satz lesen? Wir haben mit einem Lehrer einen Text gelesen und viele Wörter übersetzen und etwas zu lernen. Was mir am meisten Spaß macht, wenn es Erfolgserlebnisse gibt, wenn man interagiert in der Gruppe, also wenn man keine Gruppe hat, wo alle die Klappe halten und man wartet und die warten darauf, dass man was sagt, dann schreiben sie es ab, sondern dass wirklich Nachfragen gestellt werden, das ist, glaube ich, das Schönste. Eine Initiative wie diese kann nur bestehen, wenn sich viele Ehrenamtliche finden. Dafür muss man kein ausgebildeter Lehrer oder Pädagoge sein, sondern einfach Spaß an der Arbeit mit Menschen haben. Es war sehr schön heute. Ich hatte eine ziemlich große Gruppe und es lief trotzdem ziemlich cool, weil die sich auch untereinander ganz gut ergänzt haben. Hi, ich bin Milena und ich fahre morgen in den Urlaub. Bei mir sind einige Lebensmittel übrig geblieben. Und damit die nicht schlecht werden, ist das die perfekte Möglichkeit, um Foodsharing zu testen. Foodsharing ist eine Internetplattform für Privatpersonen, Organisationen und Händler. Ungenutzte Lebensmittel werden kostenlos zum Abholen angeboten. Und abgesehen davon kann man sich mit anderen zum Kochen verabreden. Die Website von Foodsharing ist sehr anschaulich aufgebaut und liefert viele Informationen zum Thema. Die Registrierung ist simpel. Schon nach wenigen Klicks kann man mit dem Hochladen und Teilen seiner Lebensmittel loslegen. Ich habe jetzt meine Lebensmittel gepostet und bin gespannt, wer sich auf meine Anzeige meldet. Laut Bio-Berlin wirft jeder Deutsche im Jahr 80 Kilo Lebensmittel weg. 30% davon sogar ungeöffnet. Foodsharing ist zwar noch nicht so bekannt in Deutschland, bietet aber eine gute Möglichkeit, unserer Wegwerfmentalität entgegenzuwirken.
Also, teilt lieber eure Lebensmittel, anstatt sie wegzuwerfen. Mein Fazit zum Thema Foodsharing ist, es ist sehr einfach und unkompliziert. Und man tut sogar noch was Gutes. Nur leider hat sich innerhalb der 24 Stunden niemand mehr bei mir gemeldet. Und deshalb habe ich mir eine Alternative rausgesucht. Also Leute, falls es bei euch mit dem Foodsharing auch nicht so schnell klappen sollte, dann lasst den Kopf nicht hängen und spendet eure Lebensmittel einfach der Berliner Tafel. Denn die freuen sich immer über eine Spende. In einer Großstadt wie Berlin kennen viele die Gesichter hinter den Klingelschildern nicht. Die Friedrichshainer Initiative Polly & Bob will das ändern und setzt sich für eine Nachbarschaft ein, die sich kennt, gegenseitig unterstützt und Zeit miteinander verbringt. Zum Beispiel bei einem Wohnzimmerkonzert in der Musikschule nebenan. Ich arbeite fürs Musikzimmer und eine Schülerin, Studentin hier, die mit dem Pianisten Miguel Vareis lernt, Klavier spielen lernt, organisiert das mit. Und sie hatte das vorgeschlagen und da wir uns auch Musikzimmer nennen und eher einen gemütlichen Raum zum Musiklernen anbieten, haben wir gedacht, dass das sehr gut passt zu uns. 39 Künstler oder Bands treten heute bei 80 Konzerten auf. Von schwedischem Folk über klassische Musik bis hin zu Gitarrensolos. Gäste dürfen bis zu 4 Konzerte in Galerien, Musikschulen oder privaten Wohnzimmern besuchen. Und das komplett kostenlos. Der enge Kontakt zwischen Besuchern und Musikern steht dabei im Vordergrund. Ich würde sagen, es ist die Königsdisziplin. Also dieses wirklich auf engstem Raum, ohne Verstärkung, ohne Hall, ohne Effekte, ohne Bühne, ohne Distanz zu den Leuten. Also wirklich Gesicht zu Gesicht sozusagen. Und ja, wo eigentlich auch jeder Fehler klar zu hören ist, aber eben auch die Emotionen ganz anders rüberkommen. Also hier war es schon eher so sehr herzlich und offen. Ne? Also es war wirklich so, die Leute haben gelacht und man hat irgendwelche Sprüche gerissen und so. Und ja, ich musste tatsächlich echt aufpassen, dass ich keinen Lachanfall kriege zwischendurch. Nur die Unterstützung von Freiwilligen und die Bereitschaft, fremde Menschen in den eigenen vier Wänden zu empfangen, macht eine solche Veranstaltung möglich. Mitorganisatorin Anja öffnet ihre Wohnzimmertüren für unbekannte Nachbarn zu einem Cello- und Klavierkonzert. Es ist für mich persönlich eine ganz tolle Idee, mich zu engagieren. Also neben dem Beruf noch eine Initiative zu haben, wo ich was machen kann, wo ich auch neue Leute kennenlernen kann und vor allen Dingen das hier in meinem Kiez umzusetzen, das ist mir sehr wichtig. Und darum ist diese Initiative auch genau mit dem richtigen Fokus. Also Nachbarn zu verbinden, zu gucken, wer wohnt nebenan oder wer wohnt in diesem Kiez, das geht genau in die richtige Richtung und darum will ich mich auch persönlich da engagieren. Für Sängerin Anne ist eine funktionierende Nachbarschaft auch ohne Wohnzimmerkonzerte schon selbstverständlich. Ein positives Beispiel von Zusammenhalt im Haus. Es ist halt so einfach, so kleine Sachen zu helfen. Also meine Nachbarn zum Beispiel haben ganz kleine Kinder und die spielen auf dem Hof und die Nachbarn wohnen ganz oben. Wenn ein Kind hinfällt und schreit, bin ich einfach schneller da. Und ich meine, warum sollte ich das dann nicht machen? Genauso wie die meine Wäsche abhängen, wenn es regnet. Und es ist einfach so einfach für alle. Die rund 1400 Anmeldungen zu den Wohnzimmerkonzerten zeigen, dass der Wunsch nach mehr Offenheit und Zusammenhalt im Kiez groß ist. Die Leute, die hier heute hier waren, die wollten bewusst zu einem Klavier- und einem Cello-Konzert kommen. Die wollten bewusst mal Klaviermusik in einem kleinen Rahmen hören und das war perfekt heute Abend. Xenon,